Ich mache heute ketogene Lachshappen. Die eignen sich super zum Knabbern für einen Fernsehabend oder wenn man mal Gäste für ein Buffet erwartet. Dafür brauche ich eine Kugel Pizzateig. Den Link zu dem Rezept für den Pizzateig findet ihr unten in der Infobox. Einmal die Kugel ausrollen, in zwei Platten teilen, die eine Platte mit einem Esslöffel Frischkäse bestreichen. Ich habe hier Paprika-Frischkäse genommen. Ihr könnt aber auch Natur nehmen, kein Problem. Dann eine Packung mit 100 Gramm Räucherlachs da drauf verteilen und ein wenig geriebenen Käse draufgeben. Dann die Teigplatten übereinander klappen und mit einem Nudelholz ganz vorsichtig zusammenpressen, so dass es einfach nicht gleich wieder auseinanderfällt. Nun könnt ihr euch entscheiden, welche Form eure Lachshappen haben sollen. Ich habe hier mehrere Varianten für euch ausprobiert. Ihr könnt entweder so Streifen schneiden und diese zusammenzwirbeln. Ihr könnt aber auch ganz einfache Vierecke schneiden, das ist beim Essen ja eigentlich total egal. Oder ihr könnt es ein wenig schöner gestalten, indem ihr Ausstechförmchen für Plätzchen verwendet. Ich habe hier Sterne genommen, finde ich aber nicht ganz so schön, sieht zwar gut aus, aber ihr habt immer einen Rest. Jetzt habe ich alles aufs Blech gegeben und bestreiche das nun noch mit einem verquirlten Ei. Als Dekoration verwende ich ein wenig Mohn und ein wenig Sesam. Dann ist das Ganze auch schon bereit für den Ofen. Ich habe bei 180 Grad circa 15 bis 20 Minuten dafür gebraucht, bis sie super schön goldbraun rausgekommen sind. So sehen sie aus und so sehen auch die Stangen aus. Uns haben sie sowohl warm als auch kalt geschmeckt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da.